Guten Tag, guten Tag. Ich muss mal sagen, ob das gleich alles von der Audio her so passt. Komisch, es sagt mir, mein Stream wäre instabil. Was eigentlich nicht sagen kann. Aber nein, schau mal. Die Bitrate ist auch ziemlich im Keller irgendwie gefühlt. Nicht warum. Ich hätte nicht, wo es liegen könnte. Das mal an. Aber so ein bisschen mal. Ja, das sieht doch schon besser aus. So. Dann würde ich aber mal sagen, können wir mal in den Stream rein starten. Und let's go. Herzlich willkommen zurück nach langer, langer Zeit wieder im Twitch-Game, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie lange, es müsste eigentlich schon, glaube ich, ein Jahr her sein seit dem letzten Stream. Ich habe es einfach wirklich nicht mehr so gefühlt, aber naja, jetzt sind wir wieder hier zurück am Start und zurück mal mit einem chilligen Minecraft-Event. Ihr dürft auch gerne was in den Chat reinschreiben. Kostet euch selbstverständlich keinen Cent. Und wir können mal nach
Zack, wir wechseln auf die Playlist. Nummels! Ihr müsst mal sagen, ob das Stream in irgendeiner Weise laggt, das kann ich in der Rechtsschicht sehen. Aber, wer ist wohl da online? Also, wer möchte, kann gerne mitspielen. Einfach mc.dannycraft.de und ihr müsst dafür nur dem Discord beitreten, damit ihr euch quasi einmal verifizieren könnt und schon jeder kann hier jeder mitspielen. Einfach Minecraft 1.18. Frechheit. Dann gehen wir gleich mal von Craig Pro. Ah, geht nicht mehr. Vorteil, dass ich auf Craig Pro spiele, würde ich sagen. Ah, hier ist es. Nice. Dann gehen wir 5 weiter runter. Optionen gehen wir runter von 110 auf 105. Fühle ich mich 10 mal langsamer. Zack. Hoffentlich. Es ist so ungewohnt. Normalerweise habe ich quasi hier einen Shader drin, aber das scheint mein PC nicht zu mögen. Ich kann euch schon mal zeigen, was ich hier in diesem kleinen Survival-Projekt schon mal gebaut habe. Mal wirklich für alle eine offizielle Rundführung. Ja, nee, ich verstehe nicht, warum es so laggt. Wir haben eine Bitrate von 5K. Heißt, es muss irgendwas mit dem Renderer zu tun haben. Warum? Na, ich will mal ganz kurz die Temp Task Manager öffnen und auch mal schauen. Angeblich können Frames nicht gerendert werden. So, hier. Ich weiß nicht, wie lange ich hier dran saß, wie viele Tries ich hierfür gebraucht habe. Aber eine Eisengolem-Farm, die hoffentlich auch funktionieren sollte. Hier können wir den Gang zu machen eigentlich schon mal. Zack. Und hier sollte eigentlich gleich auch was spawnen. Ja, da ist auch was gespawnt. Heißt, der geht quasi hier rein. Fällt hier 21 Blöcke oder so nach unten. Ja, hier spawnen wir auch manchmal noch. Das müssen wir noch fixen. Landen dann hier, sterben hier. Hier haben wir. Ich muss ja mal ganz kurz rumgehen. Hier haben wir einen Itemsorter, habe ich hier eingebaut. Das soll ich nicht zu trinken, da chillig. Aber hier habe ich was zu trinken. Hier ist ein kleiner Itemsorter, der sortiert die Poppies aus. Die landen hier drin. Ihr seht quasi, 20 sind drin. Ich schmeiße hier eine rein. Die Kiste bleibt komplett leer. 21. Hier wird später, das ist der Plan noch, dass hier quasi ein Komposter angeschlossen wird. Der dann das automatisch, das muss ich mal langsam mal auch in Nether gehen. Der den ganzen Stuff. Zack. Einmal quasi nach hier oben bringt. Ich glaube, ich öffne wirklich am Handy. Auch nochmal den Streamer kann ich besser schauen. So, quasi hier einmal. Kleinen Ausguck von hier oben vom Berg. Hier Misplaced Obsidian. Hier einen chilligen Cobblestone Generator. Für unbegrenzten Cobblestone. Dann hier vorne. Universal Phil, moin Phil. Herzlich willkommen im Chat. Also hier kleine Farm gebaut, die hier schön abgefarmt wird. Alles kommt hier in den Komposter rein. Zum Beispiel jetzt hier die Karotten. Zack. Holen wir uns raus.
wird eine andere Pflanze quasi nach oben wieder gezüchtet. Ja, quasi basically so funktioniert diese kleine, noch manuelle Farm. Aber ich habe vor, dann ein bisschen mehr zu machen. Und dann hier oben, das habt ihr schon teilweise gesehen. Hier ist das Bett. Das Bett, das ist quasi eigentlich der Raum von meiner Schwester. Kleines Bett, zwei Kisten. Und hier vorne habe ich mich so ein bisschen eingerichtet mit Crafting Table, auch zwei Kisten. Und wie lange muss ich noch warten? Claim. Ah, 2 Stunden, bis ich meine Daily Reward abholen kann. Wer quasi mitspielen möchte, einfach Minecraft 1.18 starten. Direct Connection mc.dannycraft.de eingeben. Enter drücken. Und schon seid ihr hier quasi auf dem Server drauf. Wir freuen uns natürlich über jeden Mitspieler. Dias! Ich glaube, da hat jemand ein paar Dias gefunden, würde ich sagen. So, ich könnte euch nur sagen, wenn ihr Chat nichts dagegen habt, dann würde ich in die Höhle reingehen. Weil ich würde mir auch mal das von Nomis arbeiten. Jetzt stelle ich mich irgendwo hier hin. Ja, es ist schon dezent chilliger. Wenn du kein Creeper, natürlich, dankeschön. Ich würde mich jetzt irgendwo gerade mal hinstellen, wo man mich nicht gerade direkt umbringt. Zack, dann hol ich mal ganz kurz Wasser. Zack, also. Dann wollen wir mal was trinken. Ich werde doch demnächst mal überlegen, ob ich vielleicht wirklich meine Facecam hier installiere irgendwie mal. So. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Und nun ist Task. Ich werde wahrscheinlich nur so 3 Stunden live sein. Mal schauen. Zack, dann haken wir das Ding als erledigt ab. Also gerne mitspielen oder einfach im Chat rein was reinschreiben. Ich kann wirklich nur hoffen, dass es nicht zu sehr leckt bei euch. Ich kann entweder Twitch machen, aber wenn ich dann aus Versehen irgendwas leake, dann sehe ich das erst 30 Sekunden zu spät. Oder die andere Möglichkeit ist halt wirklich, die ich jetzt auch machen werde. Ich werde mir einen Hotspot machen am PC und dann einfach mein Handy als Display verwenden. Zack. Also eins von beiden wird doch möglich sein. Oder Phil? Ich meine, wäre schade, wenn nicht, aber. Nicht schade, wenn nicht, aber. Ja. Aber Chatty, wie war euer Tag heute so? Also ihr habt das habt ihr doch gemacht so. Ja, du meinst, schießt wahrscheinlich das auf das im Teamchat an. So. Ich hätte auch mal Bock auf solche Sachen wie Craft Attack. Ich glaube, die würden wirklich mega Spaß machen, aber. Warum sollte ich zu Craft Attack eingeladen werden? Zack.
mal anders hinsetzen. Ja, ein bisschen abfahren hier einfach. Ich muss mich aber noch mal ein bisschen mehr dran gewöhnen, erstmal wieder auf Twitch zu streamen. Zack. Gebe ich dir ein Grow. Kann ich mich hier einmal weiterfahren. Auch nicht. Sind hier noch die Tür drin oder habe ich die mittlerweile für dich? Sind nicht noch drin? Chillig. Okay, ich zwei mehr, glaube ich, weiter. Ich weiß mehr geradeaus. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht zu KF2 zu gehen. Ich glaube, hier habe ich eigentlich schon alles ausgefarmt, deswegen. Ich sehe ja Vollmove. Wenn du aber nicht genügend Ding hast. So ein Luft tanken. Und natürlich habe ich keine Spitzhacke dabei, chillig. Zack. Habt ihr schon mal einen Assassin gespielt, Chat? Sag mal auf, ganz ehrlich. Ich muss sagen, das hier ist mein erstes Mal 1.18 und auch wenn seit wirklich, wirklich langer Zeit. Auch mal wieder. Wo sind wir denn? Die Statistiken. Da. Das erste Mal wirklich seit langer Zeit Survival. Ich glaube, man merkt es überhaupt nicht. Einfach 2,3k. Damage schon gemacht. Ah ne, Damage Check müssen wir gucken. Ah, fast 2k sind es. Death, gibt's irgendwo Death? Gibt's doch Death, oder? 76 Games. Mal Games verlassen und. Gibt's hier nicht irgendwo Tode? Nicht irgendwo Tode? Ich wurde einmal vom Spiel getötet. Hey Fry, natürlich kenne ich dich noch.
Herzlich willkommen zurück. Ich finde gerade die Todesstatistik nicht. Egal. Was ich theoretisch noch machen können. Ich meine, ich bin ja immer sehr gerne auf Seiten meiner Community. Wäre das hier. Ich habe ja gerade keine Chatmods da. Die können heute alle nicht. Zack, ihr könnt mal kurz abstimmen, auf was ihr mehr Lust habt. Ob ihr mehr Lust habt, hier zusammen mit Survival zu spielen, oder ob ihr eher der Meinung seid, oder wollt ihr eher irgendwas mit PvP haben. Ist mir eigentlich relativ egal, was fürs Spielen, deswegen. Neue Bedrock gefügt geworden. Ah, 50% steht, 50-50 steht's gerade, chillig. Aber wirklich, hat einer von euch mal 1 schon mal 1.18 gespielt? Ich habe leider absolut keine Ahnung. Das ist kein Community-Event, das ist. Gut, ich meine, doch streng genommen ist es ein Community-Event, aber. Also es ist quasi einfach ein Minecraft-Server, der für die User von Gamerforge gedacht war, aber wo auch theoretisch ja jeder von streamen kann oder so zum Beispiel. Der Server ist bei der 24/7 online, also. Jo, ihr seid, also. 2 zu 1. Aber ich fühle mich gerade richtig dumm, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hier in der 1.18 Dias spawn. Warte mal, wir können mal ganz kurz nachschauen. Und das ist richtig Profi-Twitch-Streamer. Wir machen direkt ein privates Fenster. So viel haben wir von Huria Hugo ja schon gelernt. Zack, dann schalten wir mal ganz kurz um. Eins Punkt 18 Dias. Hier, die Grafik wollte ich haben. Das sind die von offiziellen Minecraft-Bildern in einem Tab öffnen. Hat Piggy nicht auch schon gespielt? Nein, Piggy hat hier bisher noch nicht drauf gespielt, weil sie. Weil es irgendwas ist, glaube ich, mit. Irgendwas mit PS Online oder irgendwie. Oder Switch Online, irgendwas hat nicht geklappt. Die ist abgeschnitten, ihr. Punkt 18 Dias. Grafik. Es gibt hier diese originale Übersicht. Minecraft.net. Kann man hier suchen?
Komm, schluckt alle meine Daten halt. Nicht nur Minecraft ist back on air. Ey Chat, könnt mir wirklich gerne, wenn ihr die findet, die Übersicht reinschreiben, wo jetzt Dias spawnen. Also es gibt quasi hier, die sieht in etwa so aus, aber es gab hier noch mal eine bessere, die quasi größer war. Hier, die meinte ich. Die ist aber auch so schlechte Qualität. Die sind dieses blaue. Du kannst du wirklich nicht mehr nicht lesen. Ich hoffe wirklich, dass hier noch eine gescheite Ding ist. Ja. Common than this. Wenn du mir guckst, wie stark er hier ranzoomen kann. Wirklich, Chat, schick mal bitte einen Link rein zu irgendeiner gescheiten Übersicht. Sagt er hier irgendwo, auf welcher Höhe das perfekt ist? Ich habe halt legit vor noch nie 1.18 gespielt. Drückt da irgendwo mal F3, ich habe keinen Bock, das Ding. Vor der Grafik irgendwo? Warte mal, ich meine, hier sieht man es ja. Minus 58. Okay. So. Ups. Zack. Jetzt dürfte es auch bleiben. Nice. Wir müssen weiter runter. Das war nicht gerade so schlau. Okay, 3-2 steht die Abstimmung aktuell. Warte, bevor ich mich hier stupid lässt runtergrabe. Endlich Blackstone, das ist Home. Können wir ganz kurz nochmal nach Hause gehen. Dann schauen wir mal ganz kurz hier unten vorbei. Komm, lass mich hier Ding. Vorbei. Ich hoffe mal, dass hier was spawnt. Ja, wir sind ein bisschen vom Spawn weg, würde ich sagen. Und bedienen wir uns mal. Jo! Wie viel Eisen willst du? Ja. Eigentlich reicht das hier. Um einfach ein paar Tools zu craften. Und. Zack.
Hauptsache Horsefield ist nach einem Jahr immer noch der Streamer-Boss. Ah, bei Punda oder wie ich dich gerne mag zu nennen, bei Punda ist da. Moin, herzlich willkommen im Chat. Zack. Geh mal hier hoch. Und dann holen wir uns mal hier ein paar Spitze. War essen könnte. Holen wir uns, glaube ich, auch noch mal ein bisschen. Da sind wir auf der sicheren Seite. Und in den Kompost da rein. Okay, hat einer euch Minecraft 1.18 Survival gewonnen? Wie viel kostet nochmal ein Chunk? Ein Chunk kostet 1k. Zack, jetzt haben wir hier, nehme ich mal so viel raus. Mache ich mal 3 Äxte. 1, 2, 3. Hier hole ich mal ganz kurz den ganzen useless Stuff raus. Pack jetzt hier mal die 3 Äxte rein. Und. Wie viel Kohle habe ich noch? Okay, ich sollte auch Kohle sammeln gehen. Ah, GG. Ja, ich kenne es, wenn die Cloud vom Server down ist. Hast du eigentlich immer noch Barzernos oder hast du mittlerweile einen richtigen Hoster gefunden? Und 3 Spitzhacken einmal. Na komm, ich mach mir immer noch mal einen. 1, 2, 3. Hol ich mir nur 3. Ich meine, ich habe hier auch schon ein Ersatzding, heißt. Essen nehme ich gerne mit. Den Rest tue ich dann in meine Kisten. Ja, meine Ordnung ist nicht ganz die beste. Ich weiß. Bisschen Brot craften. Komm. Oha, 5 Zuschauer. Tschüss. Ja, der Server hier, auf dem der Server hier drauf läuft, auch 8 GB RAM und auch 6 Kerne. Ich glaube, ich kenne deinen könnte deinen Hoster kennen. Fängt er mit S an und Ende, also hat er eine, fängt er mit S an und hat dann eine .de Domain? Weil wenn ja, dann kenne ich deinen Hoster. Wir wollen ja hier keine Namen nennen. Werbung gibt's erst ab. Wer bezahlt? Ich meine, normalerweise spiele ich ja. Nee, nicht Resource Packs. Schade. Wäre es witzig gewesen. Habe ich ja hier BSL drinne. Oder war es BSL? Ich meine, wir gucken, wie sich das auf den Stream auswirkt. Weil ich bin wirklich, ich liebe es normalerweise mit Ding zu spielen, aber ich glaube, das wird beim Stream nicht möglich sein. Also quasi normalerweise sieht das ganze Ding so aus, jetzt. Ja. Also ich bin normalerweise ein richtiger Shader-Spieler, vor allem beim Survival-Spielen. Mit Realistic Pack und so weiter, aber das macht der das PC aber nicht mehr mit beim Stream. Ich meine, wenn du halt einen Renderer, diese Doppelrenderer drauf lässt, ja. Und da ich sowieso schon ohne Renderer die ganze Zeit die Konsole voll gespammt bekomme, von wegen,
Dann wünsche ich dir jetzt schon mal guten Appetit. 16 Uhr essen, okay. Irgendwie kind of weird, um 16 Uhr zu essen, aber naja. Auf jeden Fall guten Appetit. Darf ich fragen, was gibt's? Selber keine Ahnung, chillig. Na, ist sehr wirklich gelohnt. So, wir müssen jetzt hier erstmal 10 Kilometer nach unten. Ah, okay, Brot. Wir müssen deutlich noch weiter nach unten. Chillig. Wie ist das, dass ich bei Twitch. Ja, warte mal, das muss ich euch zeigen. Das ist absolut insane. So, Twitch.tv. Zack. Ich mir auch so, okay, chillig, was geht jetzt ab? Ja. Stille. Ich stream hier. Just why? Schau dich mal die Liste der Freundschaftsanfragen an. Wieso habe ich so viele Freundschaftsanfragen auf? Vor allem zu dem Zeitpunkt, wo ich halt null gestreamt habe, schon seit Monaten nicht. Also die Liste hört ja wirklich gefühlt nicht mehr auf. Also man kann nicht irgendwo sehen, wie viel es in total sind. Ich kann euch nach oben scrollen, doch da. Okay. Das sieht mir aber auch ehrlich gesagt nach Botting aus. Also irgendwie ein einziger hat so ein Profilbanner. Und die Rest hat diese Default Twitch-Dinger. Ja. Sollen wir uns aber. Ich weiß nicht, sollen wir uns auch straight nach unten buddeln? Ich meine, das ist zwar eigentlich nicht empfohlen, aber ich hätte keinen Bock, irgendwie zum Spitzhacken zu beißen. Weißt du, das war auch so nach unten. Macht die Webseite. Kann ich gerne zeigen. Oh, mir fällt gerade auf. Oh. Ja, hier das. Und ich muss mal ganz kurz. Kann das der Chat aus dem Widget rausgeht? Ja, der geht besser raus. Dann weiß ich gleich schon, was ich hier fixen muss. So, hier waren wir. Zack, und das Fenster noch.
Ja, ich habe, glaube ich, ein kleines bisschen was gemacht. Ich kann mal trotzdem mehr machen, wieder Aufnahmen des Streams und sowas. Hier, den ersten Partner bekommen, Fiverr. Hier mittlerweile auch geschafft, dass hier Google sogar Werbung schaltet. Das war auch ein langer, langer Kampf, wirklich. Also, ich hätte gedacht, so, ja, okay, Google lässt du jeden Werbung schalten. Nee. Und dann quasi hier nochmal extra für jeden, der nochmal quasi mehr Support gönnen möchte. Komplette Seite nur damit voll. Ja. Einnahmen. Ja, uno momentum. Brauchen wir das Ding. Da ich auch wirklich für komplette Transparenz stehe. Zack. Heute nichts, gestern nichts, letzte 7 Tage 48 Cent und im letzten Monat tatsächliche 10,50 € gemacht. Allein mit den paar Seiten, die es hier gibt. Stille. Still. Ja, hat ein bisschen Arbeit gedauert, das Ganze zu entwickeln. Ich kann sie mal kurz in den Chat reinstellen, dann kann sie sicher jeder selber anschauen. Ja, steckt ein bisschen Arbeit dahinter. Ich habe vergessen, auf welche Höhe wir müssen. Minus 60. Okay, dann gehen wir mal auf minus 60, würde ich sagen. Ja. Wenn die Hotkeys nicht funktionieren. Lass mich kurz voll regenerieren. Ah, Seth hat schon wieder Seth jemanden einen Clip gemacht. Wolf ist doch nicht. Horst ist heute nicht da. Was sagte ich? Naja. Hexe, wie hältst du noch aus? Du hältst noch 24. Okay, ich muss immer nur dauerhaft kloppen, dann kann sie nicht unten und es stirbt. Na, ja, geht's weiter.
Da geht's so richtig weiter. Ich hab nichts gesagt, Chat. Ich sehe wahrscheinlich den nächsten, der gerade einen Clipper stellt. Redstone nehme ich gerne mit. Und Ende. Und schon wieder an einem Eisengolem gestorben. Ihr könnt, falls mittlerweile schon neue Zuschauer dazugekommen sind, ich achte mich nicht ganz so doll auf die Zuschauerzahlen. Habe ich mir mal vorgenommen. Und ein drittes Mal. Ihr könnt gerne mitspielen, einfach mc.dannycraft.de eingeben. Dann kann hier jeder mitspielen, einfach 1.18 starten. Komm, lass mich in Frieden, ich will die jetzt suchen. Ja komm, Kackskelett, Alter. Komm, ist hier. Ja. Axt kaputt gegangen, scheiße. So. Collected. Redstone nehme ich gerne mit, weil ich bin aber so ein kleiner Redstone, ne? Ach, der nächste Clip. So. Ja, heißt noch ein bisschen weiter runter zu bauen. Schön zumachen über mir. Ist es Bedrock? Kann das sein? Ich sehe den Twitch-Pack nicht. Kriegt man durch nicht. Aber ich denke mal, es müsste eigentlich Ding sein. Dann mach es einfach wirklich mal Strip Mine. Denke ich aber ein bisschen höher. Und dann fange ich hier an mit meinen Strip-Mine-Gängen. HTP-Change eingelöst. Habe ich überhaupt andere Resource-Packs? Die
Faithful hätte ich noch. Okay, dann muss ich meinen Texture-Verkleider ändern. Das hat gefühlt nichts geändert. Also es war jetzt gefühlt Default. Chillig. So. Dann müssen wir dein Ding was. Ihr dürft übrigens gerne was in den Chat reinschreiben. Der Chat ist hundertprozentig kostenlos. Und als abgeschlossen markieren. Ich gucke noch mal kurz, ob wir was an der Qualität geändert bekommen. Ich meine, wir können so lange ja trotzdem einfach mal. Eine Minute Werbung. Aber sagen wir 30 Sekunden Werbung stellen. Heißt, dann sehen wir uns für die Leute, die keinen Twitch haben, in 30 Sekunden wieder. Kein Prime gerade haben. Wenn ich gesagt haben, sehen wir uns hier gleich wieder in 30 Sekunden. Ich werde inzwischen noch mal was einstellen und noch mal eine Umfrage starten, weil ich merke, das Interesse schwindet irgendwie. Deswegen werde ich noch mal eine Umfrage starten, auf was ihr mehr Bock habt. Ich habe noch ein paar neue Sachen, theoretisch man schauen könnte. Bis gleich. Zack. Wenn Twitch die Dinge jetzt ausspielt. Scheint nicht zu funktionieren. Zack. Umfrage beginnen. Einfach mal abstimmen, worauf ihr noch Bock habt. Heute, was wir heute noch machen sollen. Ich glaube, ich hier. Warte mal, in diesen zwei Minen am höchsten heißt. Gehe ich hier mal gucken, ob wir Dias finden. Hier sieht nach Minecraft CP aus, wenn ich es richtig sehe. PvP aus. Okay, wir wollen gleich wechseln. Ich werde jetzt auch die Abstimmung noch abwarten. Und Dias gefunden. Jetzt drehe ich mein erstes Ding. Ich komme, wenn ich so weitermache, am Spawn raus. 1, 2, 3. Hier habe ich 3 gelassen. Dann mache ich hier auch 3 Abstand. Und für neue Zuschauer nochmal der Hinweis. Wenn ihr wollt, könnt ihr ebenfalls mitspielen. Einfach amstrad.dendycraft.de eingeben. Zu jeder Zeit, der Server ist 24/7 online. Ihr könnt euch sogar euer eigenes Grundstück sichern lassen. Damit quasi dort nur eure Freunde bauen können. Nur ihr und eure Freunde quasi bauen können, abbauen könnt. Und auch die Kisten werden natürlich automatisch geschützt.
Na. Ich habe halt keine Ahnung, wie weit es am besten ist. Aber Redstone kann ich ja nicht mitnehmen. Noch. Über mir ist, direkt über mir ist Lava. Und wenn ich hier hochgehe. Wo ist die Lava? Die muss jetzt irgendwo hier sein. Da ist die Lava. Heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen höher gehen. Hier scheint es nur nach oben zu gehen. Glow Squid. Glow Ink, nice. Lapis auch immer ganz gern mitgenommen. Ich meine, wir wissen ja faktisch gesehen, er glaube ich ein bisschen weiter nach unten. Ah, Dias. Ach komm. Von wo? Von da unten, okay. Lass mich noch kurz was essen. Zack. Zack. Und alles stürzt runter. Und. Ah, zwei Quelle nur. Schade. Jo, wie viel Lapis? Lass ich mal ganz kurz hier stehen, Lapis. Hier haben wir Redstone ein bisschen. Ich interessiere mich vor allem für Dias. Zack, jetzt machst du nämlich kein Damage mehr. Dankeschön. Und Dias. Mal. Nur zur Sicherheit möchte ich mal ganz kurz. Zack. Nein. Hätte ja sein können. Ah. Immer diese Nerven. Und. Oh, die Einspritze sind nur noch 50-50. Ah, wenn wir 50-50 haben, dann... Zack. Einen kann ich liegen lassen, da habe ich genügend von zu Hause. Und kann mir jederzeit auch wieder neues generieren lassen.
Sack. Ich weiß nicht, ob es das neue Ich bin halt wirklich so einer, der sehr viel PvP, das heißt, ich bin so. Und dann ist ich muss mich halt immer wieder an dieses. Wirklich immer wieder daran erinnern. Oh, Mannschaft, Mannschaft, Mannschaft. Mein erster 1.18 Mannschaft. Na komm, lass mich das raus im Kopf ab. Hier ist nix. Ich gehe hier zurück in die Gemeinschaft, aber erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier, da vorne ist auch noch ein Stück. Es also, ist insane. Diese riesigen Cave-Systeme. Yep, das sehe ich als Einladung an, ich soll ganz schnell wieder in die Mannschaft reingehen. Larve ist immer gerne genommen. Frechheit. The Killer, moin. Stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Ihr könnt das ganze Ding auch von Bedrock mitspielen. Und hier scheinen wir einen Spawner zu haben. Warte mal, ich kann den eigentlich direkt von hier oben abbauen. Oder? Auch mal nicht. Gehen wir eins weiter runter. Zack. Ah, irgendwie das Set ist fein. Sowas. Fuck. Die Dias nehme ich gerne mit. Weil euch super neue Chatmods. Also wer Bock drauf hat, einfach Discord zu beitreten, mir einfach mal privat eine DM schreiben, Discord-Nachricht schreiben. Link zum Join für Discord ist einfach quasi discord.gg/gamerforge oder quasi einfach /gamerforge eingeben. In den Invite-Dinger. Warte, ich kann es mal ganz kurz reinschreiben einfach. Ja, 50-50 ist geworden. Ich verstehe nicht, warum er Frames gibt. So, einfach quasi da joinen. Mir private Danny Croft eine DM rein einfach schicken mit warum ich gerade euch als Streammod nehmen soll und ich verspreche euch, es wird auf jeden Fall kein Scam wie bei gewissen anderen YouTubern. Max Emre. Ach komm. Fuck. Nein, 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 nein. Ja. Nein! Nein! Ich weiß nicht, ob es. Ich muss eigentlich Slashback machen. Und Phil ist da. Moin! Den Tod klippen wir übrigens nicht. Ich sollte mir gleich mal ein Schwert machen. Gut, dass das Backpack funktioniert. Dieses ganze Ding ist nämlich... kommt das in den Main?
Und direkt hier reingeschoben. Nice. Zack. Also, ich freue mich wie gesagt auf eure Bewerbungen als mein zukünftiger. Geht mir nicht auf den Sack. So. Oha! Okay, das war eine große Ding. So, erstmal ganz kurz das Backpack, mein Innenfüller durchsortieren. Ach man, die werden direkt reingesetzt. Zack. 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 Dann die Rüstung anziehen. Worum geht's gerade? Ja. Es geht einfach darum, was ich gesagt habe. Ich suche ein paar neue Discord. Ein paar neue Twitch-Moderatoren, weil. Ja, aktuell hatte ich habe ich immer eine Schwester. Und natürlich, wenn die mal nicht kann, das ist halt nervig. Ich hätte wirklich gerne jemanden quasi, der, wo ich zuverlässig sagen kann, yo. Der macht für mich Abstimmungen, der macht für mich dies, der macht für mich das. Ich habe eigentlich auch schon genutzt. Ups. So. Zack. Nervig nicht beim Abbauen. Und zumindest nicht mal ganz das Ding. Ihr müsst sagen, ob es bei euch Elekt ist, bei euch krass oder? Ich glaube ja. Dann würde ich schau mal mit dem anderen Codec den Stream nochmal neu. Heißt, wir sehen uns gleich nochmal.